Leute, wir sind zurück. Assassin's Creed und ja, wir haben letztes Mal hier aufgehört bei dem Turm und ich muss euch was dazu sagen. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen in den ersten drei Parts, dass das hier der Director's Cut ist. Ich habe keine Ahnung, was der anders macht, aber der wird schon irgendwas sein. Es ist ja immer ein Director's Cut, ihr wisst Bescheid. Wir haben hier aufgehört. Ich hoffe, ihr seid bereit, ein bisschen zu meucheln. Wundert euch nicht, dass ich ein Symbol auf der Karte habe. Ich musste ungefähr markieren, wo wir aufgehört haben, weil wir müssen tatsächlich immer wieder hier hinlaufen, weil, wie gesagt, das Spiel speichert nur ab, nachdem wir irgendeine Flagge haben oder irgendeine Mission gemacht haben. Und das ist dann ein bisschen schwierig. Aber jetzt geht's erstmal los. Wir müssen wieder Leute retten. Euer Leben ist ungläubige. Und das war's. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Okay. Wer hat das getan? Es gibt noch mehr zu retten. Was? Oh nein. Oh shit. Er wirft mich. Oh, dieses dämliche Kontern, ich kann das leider noch nicht. Oh, Templer eliminiert. So, weg mit dir. So, das war unser erster Templer. Nice. Aber gibt es hier im Viertel noch was? Nee, das sind nur Gelehrte. Genau, wir haben noch vier Dinger, die wir runterspringen müssen. Und dann können wir noch ein paar Leute retten. So, wie gesagt, der erste Teil, der ist mediocre, also der ist mittelmäßig. Ich finde ihn gut. Ich weiß nicht, wie ihr ihn findet. Der zweite Teil ist erst das, wo dann der Real Shit abgeht, was halt auch viel geiler ist. Aber bis wir den zweiten Teil spielen, wird das ein bisschen dauern, also wundert euch da nicht. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, mit euch den ersten Teil zu spielen. Ich habe den seit Ewigkeiten nicht gezockt. Und wie gesagt, ich finde immer noch, für das Alter, was dieses Spiel hat, finde ich das immer noch richtig, richtig gut. So, da sind Gelehrte. Das Einzige, was ich so ein bisschen bescheuert finde, ist am Anfang, dass wenn wir degradiert werden, auch gleichzeitig alle unsere Kampffertigkeiten verlieren, was halt absolut schwachsinnig ist, weil du verlernst ja nicht auf einmal etwas, was du gelernt hast. Oh! Au, au! Oh, Scheiße! Nein! Solange du noch kannst. Na, geht doch. Oh, das war mehr als knapp. Ich danke euch. Ich danke euch. Hui. Das schwöre ich. Ich muss übrigens auch noch im Internet unbedingt gucken, was es auf sich hat mit den blauen Gedächtnissen und ob es irgendeine geheime Sequenz gibt, die wir freischalten müssen. Weil wenn wir Pech haben, dürfen wir dann doch einiges machen. Aber zum Beispiel das wie das Flaggensammeln, das würde ich dann tatsächlich offscreen machen, weil es viel zu lange dauert. Außer ihr wollt das sehen, schreibt das gerne in die Kommentare.
Könnten wir aber sowieso erst ganz am Ende machen, weil wir nicht alle Gebiete betreten können. So, gut, wir müssen noch höher. Da ist das, wo wir runterspringen müssen. Nice. Oh, wir müssen Taschendiebstahl begehen. Es muss etwas geschehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand anderes es bemerkt. Sagt es ihm. Es liegt in seinem Interesse, den Zug abzusichern. Er hat keine Zeit. Er ist mit seinem neuen Auftrag beschäftigt. Und die Wachen? Da war ich schon. Die krümmen keinen Finger, wenn er nicht den Befehl dazu gibt. Also was wollt ihr tun? Ich gehe zu Abul Nukut. Dem Händlerkönig? Der empfängt euch nicht. Das muss er nicht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, der alles erklärt. So kann er es nachlesen und selbst entscheiden. Okay. Na, beweg dich. Und das war's. Easy. Das kannst du vergessen. Alter, du nervst mich, Bruder. Stirb doch einfach. Von eurer Tat erfahren. Danke. Was ist hier geschehen? Ich werde bis zum Ende bei. So, aber jetzt geht's auf den nächsten Turm. Weil wir müssen die optionalen Missionen leider so oft es geht machen, weil nur das erhöht unsere Lebensanzeige, wie ihr vielleicht in den ersten drei Parts schon mitgekriegt habt. Deswegen wundert euch da nicht. So, ich muss immer noch höher. Los, alter ihr, mein Freund. Kletter da hoch. Brudi. So, und wir sind drauf. Und synchronisieren wir das Ganze. Ich hoffe, wir kriegen es hier abgeschlossen in diesem Part, dass wir alle optionalen Missionen geschafft haben, die wir machen können. Okay. Das kostet dich den Kopf. Tut es das? Ihr sterbt doch gerade alle. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Ist das? Sehr gut. Haben wir sonst noch was? Nee, dann auf zu, gleich zum nächsten. Ich kann nicht höher klettern. Willst du mich verarschen, Alter, ihr gerade? Bruder, kletter da hoch. Genau. So, und hoch. Oh, komme ich hier überhaupt schon hoch? Ja, komme ich. Ich sehe schon. Es gibt einen Weg. Den nutzen wir auch. Wir haben gar keine Wahl. Weil später in Assassin's Creed 2 wird das Klettern auch wesentlich schneller. Also macht euch da keine Sorgen. Aber da müssen wir jetzt in Assassin's Creed 1 durch. Geh, du Bauer. Tja, du hast ein bisschen genervt, Bruder. Ja,
Ich wollte schon sagen, alles okay mit dir? Aber passt, was soll's. Geil, Alter. Und perfekt. Eine Belauscher-Quest. Oh, nee. Alter, ihr, ich brauche eure Hilfe. Ich habe etwas von Tamirs Männern gestohlen und nun verfolgen sie mich. Bitte beschützt mich und ich werde mit euch teilen. Okay, Informant. Er ist doch aber eigentlich selbst Assassine. Er müsste sich doch eigentlich selbst beschützen können. Oh, naja, egal. Was weiß ich schon. Ein angenehmer Kunde. Kommt, kommt und seht meine Auslagen. Alles ist neu. Alles zu fantastischen Preisen. Stirb, Ungläubiger. Obacht! Rettet mich, Bruder! Tja, er ist dead, Alter. Oh, was ist das? Das sind wahrlich dunkle Tage. Die Frage ist, bis wohin sollen wir ihn? Ah, bis hierhin oder so. Jetzt sind wir in Sicherheit. Von nun an schaffe ich es alleine. Nehmt dies. Hoffentlich hilft es euch bei eurer Mission. Es scheint eine Einladung zu sein. Nice. Gut, viel gibt es nicht mehr. Wir haben das Abendviertel fast fertig. Wollt ihr etwas? So tut doch etwas! Haltet euch fern von da! Stirbt, Ungläubiger! Und das war's. Der ist auch dead. Nice! Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Danke. So, da ist der Turm. Da müssen wir mal hoch. Das ist der letzte Aussichtspunkt. Und dann haben wir noch eine Nebenquest hier machen können. Dann haben wir alle Nebenquests hier geschafft. Dann gibt es ja nur noch die Flaggen, glaube ich, oder sowas, ne? Aber die lassen wir mal schön bleiben. Außer dafür gibt es irgendwas Gutes. Ich meine aber, dass es für die Flaggen halt tatsächlich nicht unbedingt was Gutes gibt. So, einmal hoch. Der letzte Turm im Armviertel. Ihr wagt es in meinem Haus zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen! Das wird euch das Leben kosten! Vorsicht jetzt! Das kostet dich den Sterben! Hast du das geschafft? Töt ihn! Los, Alter, ihr! Oh Gott, ja! Oh,
Und das war's. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Was ist das? Sehr gut, alle Bürger gerettet. Ah, gut, die Flaggen bedeuten nicht die blauen Gedächtnisse. Okay, die Flaggen sind was anderes. Ob man dafür überhaupt was kriegt, muss ich googeln. Werde ich euch im nächsten Part sagen. Gut, dann rennen wir jetzt zu unserem Assassinen-Symbol. Dann haben wir erstmal alles gelöst, was wir hier lösen können. Was sehr cool ist. Ha, nice. Ah, das ist ein anderes blaues Ding, alles klar. Dann mal rein hier. Altair, schön euch zu sehen und in einem Stück. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Ist das alles? Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll das beenden. Ihr habt die Gegend untersucht, um euren Feind zu verstehen? Ja, und das habe ich erfahren. Tamir beherrscht den Souk al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird von vielen unterstützt. Von Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Souk al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein. Und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay, da bin ich wieder und... Ja. Dann töten wir ihn einfach. Los geht's. Nein, Alter! Ihr werdet nirgends bessere Waren finden, das schwöre ich. Ja. Ist okay, Alter, ihr. Du machst das schon irgendwie. Okay, weiter geht's. Oh, wir sind da. Ich bitte euch, nur eine Kleinigkeit, bitte. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Eine milde Gabe. Bitte, nur ein paar Goldstücke. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, gebt. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Ich flehe euch an. Ich bitte euch, nur ein kleines. Ich habe kein Interesse an eurem Verbrechen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route.
Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, nein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr sollt mich kennenlernen! Nein, lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Bitte, Herr. Habt ihr Geld für mich? Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen. Na, einfach Stümper. Wo habt ihr euer Handwerk erlernt? Ich werde euch erschlagen. Irgendwie funktioniert die versteckte Klinge nicht. Komm, tötet mich mal. Ich will das mal gerade herausfinden. Die versteckte Klinge scheint nicht zu funktionieren. Irgendwie sterbe ich gerade nicht, ne? Doch jetzt. Weil ich wollte gerade sterben. Man kann ihn nämlich auch mit der versteckten Klinge, glaube ich, killen. Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt. Mögt ihr, was ihr seht? Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Wo ist denn der Typ jetzt? So, lasst uns das mal schnell gucken. Vielleicht ist da irgendwas in den... Ach so, oh, ich bin ein Mongo, ne? Oh, ich bin so dumm, dass es schon weh tut. Ich muss natürlich auch erstmal zur versteckten Klinge wechseln, ne? Das habe ich im Spiel komplett vergessen. Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle allein. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Gehen Sie zurück zum Büro des Verbindungsmanns, wenn Sie anonym sind, um Ihre Mission zu beenden. Oh, au, ja, genau. Oh, was?
So, jetzt aber, let's go. Weg hier. So, warten wir. Gut, wir sind erstmal anonym. Jetzt müssen wir zum Verbindungsmann gehen. Ohne, dass wir wieder... Oh, ernsthaft? So, na komm, lass mich anonym werden. Das Objekt hat keinen Zugang zur Erinnerung. Oh, wir kommen hier nicht hoch, ne? Oh, Alter, ihr Brudi. Sehr gut, endlich. Und wir sind da. Perfekt. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Altair, ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrmann besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Okay. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Tja. Hier können wir ja sonst nichts machen, dann ab ins Bett. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Gut, Leute, hier werde ich den Part aber beenden. Im nächsten Part geht es hier weiter. Mal gucken, was wir dann für einen Auftrag bekommen. Ich bin gespannt, um welches Ziel wir uns dann kümmern müssen. Ich bedanke mich an der Stelle aber bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Assassin's Creed Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.